Im letzten Video mit Fabien Chiffre haben wir uns auf die Plugin-Entwicklerseite fokussiert. In diesem Video nehmen wir die andere Position ein und schauen uns an, wie es auf der User-Seite aussieht. Deshalb habe ich das Mastering-Urgestein Dan Sutter in seinem Studio besucht und wir sprechen über seine Philosophie, seine Hardware und worauf du beim Equalizen von Audiosignalen achten musst. Wir begutachten seine High-End-Hardware und seinen Workflow. Also, lass uns gleich starten. Ja, hallo Dan, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Erzähle doch etwas über dich. Wer bist du und was machst du genau? Danke dir, dass ich mit dir dieses Interview machen darf. Was ich mache? Ja, ich mache Mastering. Mastering ist der letzte Schritt, bevor es in die Öffentlichkeit geht. Es ist die Schnittstelle zwischen Konsument und Produzent, zwischen Künstler und Technik, zwischen verschiedenen Medien und dem Mix, den noch in die Form zu bringen, dass er letztlich beim Konsument möglichst gut funktioniert, gut ankommt und was auslöst. Also, es geht darum, die Emotionen in der Musik zu verstärken, den letzten Schliff zu geben. Und du bist die letzte Instanz vor der Veröffentlichung. Wie lautet denn deine Philosophie beim Mastering? Es gibt natürlich unterschiedliche Aspekte, die wichtig sind. Einer der Aspekte ist, ich muss einen technischen Rucksack mitbringen. Ich muss wissen, was zum Beispiel verschiedene Abhörsituationen mit sich bringen. Ich muss wissen, was für Prozesse passieren vorher, um auch zu sehen, wo allfällige Probleme herkommen und wie man sie angehen könnte. Sind es Recording-Arrangement-Probleme, sind es Probleme im Mixing, sind es Schwächen, die entstanden sind, zum Beispiel dadurch, dass ein schmales Budget oder schlechte Räume da waren. Und dann wäre es das Ziel, diese Schwächen möglichst auszugleichen und wenn die Schwächen jetzt nicht unbedingt klanglicher Natur sind, sondern sagen wir arrangementmäßiger Natur, allenfalls auch etwas zu unternehmen, um den musikalischen Impact zu steigern und zu erreichen, dass beim Hörer mehr ausgelöst wird. Aber das Erste ist natürlich eine technische Sache. Ich muss wissen, was zum Beispiel auf Vinyl machbar ist. Ich sollte daran denken, was in einer Post-Pro-Situation, das gemischt wird, zum Beispiel nachher mit Sprache oder wenn das bei einem Live-Auftritt verwendet wird, genauso wie wenn es gestreamt wird, wenn es Teenagers auf ihrem Mobile hören oder im Kopfhörer konsumiert wird, im Bus oder im Auto. Ich sollte an diese Aspekte denken. Ich sollte versuchen herauszufinden, was möchte der Konsument, damit er einen größeren Genuss hat, dass es auch besser funktioniert. Was ist das Ziel gewesen vom Produzent und wie erreiche ich nun das Ziel vom Produzent möglichst optimal beim Konsument ankommt? Ja, du musst dich also recht stark in die Situation des Produzenten hineinfühlen können und spüren, welche Gefühle und welche Botschaft er dem Konsumenten, dem Zuhörer übermitteln möchte. Stimmt das? Es ist ein bisschen schön gesagt, manchmal ist ja auch die Botschaft nur Tanz oder lass deine Aggression raus oder manchmal ist die Sache auch viel komplexer, das ist, kann sehr verschieden sein. Es gibt Situationen, wo das sehr einfach ist zu verstehen. Ich meine, Clubmusik, wenn die im Club nicht funktioniert, dann funktioniert sie nicht, aber sagen wir bei einem sehr komplexen Free Jazz oder moderner Klassikproduktion bedeutet das manchmal schon, dass ich mich auch mit dem Künstler eine gewisse Zeit lang hinsetze und mich ein bisschen einlebe in das, was er sagen möchte. Und vielleicht etwas, das am Anfang für mich auch undurchsichtig war, sich mit der Zeit eröffnet. Und dann sollte ich daran denken, dass der Künstler nicht unbedingt immer an die Einschränkungen einer Abhörsituation denkt. Also das Bedürfnis nach Dynamik, zum Beispiel bei einer klassischen Produktion, bei einem Musical, das gemacht wurde für eine Bühne, für einen Konzertsaal, danach konsumiert wird vielleicht auf einer Boombox in einer Küche,
während dem gleichzeitig Kinder schreien, oder dass das dann anders moduliert werden muss, anders daherkommen muss, dass es dort funktioniert, wo es doch eigentlich für etwas ganz anderes gedacht war. Also manchmal ist dieses Betrachten von der Konsumentenseite etwas, das vorher nicht unbedingt im Fokus oder im selben Fokus stand beim Künstler. Also heißt das eigentlich Begin with the end in mind. Du fragst dich also zuerst, wo wird die Musik abgespielt, welches ist das Medium, und dann bearbeitest du den Mix so, dass er auf diesem Medium, also im Club, im Auto, auf der Boombox oder auf dem Smartphone, so gut wie möglich übertragen wird. Jein, fast. Es ist nicht immer so, dass Musik letztlich so konsumiert wird, wie es oberflächlich im ersten Moment eigentlich gedacht wird. Nehmen wir zum Beispiel schweizerdeutsche Tanzmusik. Hip-Hop wird viel weniger häufig im Club gehört als beim Endkonsument, vielleicht auf dem Kopfhörer. Obwohl das vielleicht klubbige Beats sind, läuft dort dann viel mehr amerikanische Musik. Also nicht unbedingt ist klubbige schweizerdeutsche Musik am Schluss wirklich beim Club konsumiert. Dasselbe ist vielleicht, dass es Musiker gibt, die eigentlich mehr für sich selber produzieren als für einen Konsumenten. Und wenn ich jetzt gnadenlos das auf Konsumgut trimme, was eigentlich in erster Linie ein künstlerisches Bedürfnis, ein seelisches Bedürfnis des Künstlers ist, bin ich auch am Ziel vorbei. Das ist vielleicht offensichtlich Musik für das Radio, aber eigentlich ist es Musik für ihn. Und dann ist es wichtiger, dass er glücklich ist mit seinem Resultat, als dass es auf Tagesprogramm getrimmt wird vom Radio und es läuft gar nicht im Tagesprogramm. Wenn ich mich hier in deinem Studio ein wenig umsehe, dann sehe ich Geräte im Gegenwert einer Luxuslimousine, also wirklich sehr, sehr teure Hardware. Du hast vor allem viele Equalizer und du hast dir sogar einen eigenen auf dich zugeschnittenen Equalizer bauen lassen. Was unterscheidet deine hervorragenden Equalizer gegenüber mittelmäßigen? Dass er in einem bestimmten Bereich einfach besser arbeitet als andere Geräte. Also meine Equalizer, die können selten vieles okay, die können meistens etwas hervorragend. Das sind also eigentlich wie verschiedene Gewürze, verschiedene Farben. Das sind also Equalizer, die auf ein spezifisches Gebiet fokussiert sind und etwas ganz Bestimmtes extrem gut können. Liege ich da richtig? Wenn du kochst, kannst du Pfeffer kaufen. Und wenn du scharf haben möchtest, nimmst du Pfeffer. Ich habe schwarzen Pfeffer, rosa Pfeffer, ich habe Cayenne-Pfeffer, ich habe Habaneras, ich habe vielleicht auch noch andere Formen, Ingwer oder so, um etwas scharf zu machen. Ich habe verschiedene Art von Gewürzen, die explizit für verschiedene Stilistiken und Situationen etwas besonders gut können. Meine Kunden und auch ich erwarten, dass ich ein asiatisches Gericht vielleicht mit einem asiatischen Chili würze und nicht mit demselben Pfeffer, wie ich ein lateinamerikanisches Gericht würzen würde. Wie wählst du deine Equalizer aus, vom Kauf her und auch vom Einsatz? Und benutzt du nur Hardware oder manchmal auch digitale Equalizer, also Plugins? Ich benutze digitale und analoge Equalizer. Die digitalen Equalizer sind aber explizit für Aufgaben, die analoge nicht können. Sprich, mich interessieren keine Emulationen von analogen Equalizern. Ich benutze digitale Equalizer, weil sie vielleicht genauer kontrollieren können, weil sie allenfalls dynamisch eingreifen können, weil ich sie automatisieren kann. Digitale EQs sind gute Kontrollwerkzeuge. Ihre Stärken sind nicht unbedingt zu geben, etwas dazu zu bringen, geben, Farbe zu geben, Breite, Größe, Luft hinzuzugeben. Meine analogen Equalizer, die haben alle ganz verschiedene Designs, die unterschiedliche Stärken haben. Es gibt passive Equalizers, es gibt aktive Equalizers, es gibt Equalizer, die so passiv sind, dass sie nicht einmal einen Stromkabelanschluss haben.
Es gibt Röhren-Equalizers, es gibt solche mit Transformatoren, es gibt diskret aufgebaute, es gibt JFETs, es gibt ganz unterschiedliche Designs, weil unterschiedliche Designs unterschiedliche Aspekte der Musik betonen oder unterschiedliche Qualitäten, Eigenschaften haben. Ein vollparametrisierter Equalizer lässt es zu, dass ich viel genauer mal etwas bearbeiten kann. Wenn ich aber so richtig, richtig genau sein muss, kann es gut sein, dass ich das dann digital mache. Es ist trotzdem eine andere Ästhetik. Wenn ich die Oberfläche des Signals, nehmen wir mal an, ein Signal hat einen Unterbau, eine Oberschicht, ja, die obersten 10.000, unten ist eine Arbeiterschicht, eine Mittelschicht. Wir haben Räume zum Beispiel, die sind eher unten. Wir haben Lead Sounds oder transientige Signale, die sind eher oben. Vordergründig. Jetzt ein digitaler IQ ist hervorragend, um den Vordergrund zu bearbeiten. Hingegen ist zum Beispiel ein passives Design, das mit Spulen arbeitet, die in eine Sättigung fahren können, sehr gut geeignet, um auf eine gewisse Art in der Musik drin zu arbeiten. Equalizer zum Beispiel mit Transformatoren haben die Tendenz, zu sättigen, allenfalls auch Obertöne im Bassbereich hinzuzufügen, was zu einem verfolgbaren Bassbereich führt. Das benutzt man ganz bewusst, um diese Aspekte zu featuren oder der Musik etwas hinzuzugeben. Brauche ich also zum Beispiel bei einem Mix noch Attitude zu geben? Angenommen, jemand arbeitet digital mit nicht sehr guten Preamps, macht aber 70er Jahre Rock. Die Musik, die auf ganz anderer Technologie entstanden ist, benutze ich Equalizer, die mir helfen, die Qualitäten dieser Musik dazu zu geben, seinen Mix, der auch budgetbedingt mit anderen Tools gemacht wurde. Das sind die Gründe, warum ich mit dem einen oder anderen Equalizer oder auch einer Kombination von Equalizern arbeite. Also ich benutze vielleicht etwas zum Luft geben und etwas anderes, um Schärfe wegzunehmen. Dann spielt also auch die Reihenfolge deiner Equalizer eine sehr große Rolle. Die Reihenfolge der Equalizer spielt eine gewisse Rolle, aber sie ist nicht so extrem wichtig. Es sind eigentlich nicht unbedingt die Reihenfolgen der Equalizer, die das größte den größten Unterschied machen. Es sind eigentlich fast mehr die Reihenfolge der Ein- und Ausgangsstufen der einzelnen Geräte. Also es gibt Ein- und Ausgangsstufen, die sich mögen oder solche, die sich nicht mögen. Es ist ein bisschen wie mit Menschen. Analoge Geräte sind manchmal Persönlichkeiten. Ja. Wie gehst du beim Equalizen von Audiosignalen vor? Worauf achtest du? Ich glaube, es gibt vielleicht drei hauptsächliche Gründe, warum man etwas equalizen möchte. Equalizer heißt ja eigentlich von der Bedeutung des Wortes her Ausgleicher. Die Gründe können sein, dass zum Beispiel das Arrangement ein bisschen sagen wir, basslastig ist und dass eigentlich das Bedürfnis da wäre, dass es ein bisschen offener wäre. Es kann sein, dass die Interpretation gewisse Schwächen hat. Es kann sein, dass die Spielweise der Instrumentalisten oder der Sänger gewisse Schwächen hat. Es kann auch sein, dass die Bedürfnisse der heutigen Musik nicht unbedingt zulassen, dass man Signale nicht nachbearbeitet. Also ein leise singender Sänger über einer lauten Band würde akustisch gar nicht funktionieren, bedingt nun, dass ich diesem Sänger mehr Präsenz geben muss, damit er sich gegenüber zum Beispiel lauten Gitarren durchsetzt. Wenn ich also Equalizer, überlege ich eigentlich immer zuerst, um was ich eigentlich machen möchte, warum ich es machen möchte. Und ich höre mir zuerst mal an, von was hat es zu viel. Rein arrangementmäßig, wenn man sich vorstellt, die meisten Instrumente haben ihren Grundtonbereich irgendwo zwischen 50 Hertz, vielleicht ein Bass oder so, und 1 Kilohertz. Es gibt wenig Instrumente, die höher oben angesetzt sind. Das sind dann vielmals eher Hochton-Perkussionsinstrumente. Wenn man die Obentonstruktur anschaut, dann ist es so, dass der Grundton fast immer das lauteste ist und danach fällt es ab.
Wenn ich jetzt die Grundtöne nehme, dann bedeutet das, dass die meiste Energie von fast allen Instrumenten befindet sich irgendwo im Tiefmittenbereich. Was dazu führt, dass Musik, wenn man sie nicht stark equalized, so klingt wie zum Beispiel die Beatles. Aufnahmen vielmals klingen. Die haben wenig Bässe, die wenig Höhen und haben viel in den Mitten. Das entspricht selten dem Bedürfnis, wie man heute Musik konsumiert und wie die heutigen Produktionen klingen. Wenn also Musik klingen soll nach 1980, dann bedeutet das sehr häufig, dass man zu viel im Low-Mid-Bereich hat. Ich gehe also hin und höre mir zuerst mal, wo habe ich breitbandig zu viel. Je breitbandiger ich etwas entferne, desto weniger verändere ich an der Obertonstruktur je nach Tonhöhe. Also man muss sich das so vorstellen, ich nehme jetzt zum Beispiel eine Anhebung zwischen 1 kHz und 2 kHz. Jetzt spielt ein Instrument im tiefen Bereich, dann sind es hohe Obertöne, die ich anhebe. Spielt es hingegen weiter oben, sind es tiefere Obertöne, die ich anhebe. Das gibt eine Färbung. Das Gehör erkennt, dass dieses Instrument verfärbt ist. Eine Verfärbung kann passieren durch Räume oder durch Position. Es kann auch eine Eigenschaft des Resonanzkörpers des Instrumentes sein. Es kann aber auch einfach etwas sein, das klingt verzogen. Wenn ich breitbandig absenke, dann ist die Veränderung der Struktur bei fast jeder Tonhöhe gleich. Das Extremste ist dabei ein Tilt-IQ. Der ist bei jeder Tonhöhe gleich. Das heißt, bei einem Tilt-IQ wird ein Instrument bei jeder Tonhöhe entweder heller oder dunkler, hat mehr oder weniger Obertöne, aber nicht, dass es bei den Bässen andere Obertöne sind als bei den hohen Tönen des Instruments. Deshalb muss ich mir überlegen, woher kommen die Probleme. Sind die Probleme zum Beispiel die Mikrofonpositionierung, dass ich eine Niere verwendet habe mit eine Bassanhebung, Nahbesprechungseffekt, ist es so, dass ich einfach diese Bässe wieder wegziehen kann und mein Instrument klingt automatisch natürlich. Okay, möchte ich, dass dieses Instrument auf gewissen Tönen weniger laut ist, zum Beispiel E-Bass, leere Saiten, E-Seite, A-Seite, D-Seite, klassisch 73, 83, 110 Hertz ungefähr. Das ist klassisch, diese Frequenzen sind häufig zu laut, wenn Leerseiten gespielt werden auf dem Instrument. Dann kann ich die Schwächen dieses Instrumentes ausgleichen. Man kann also ein weniger hochwertiges Instrument besser klingen lassen. Ist es Interpretation? Der Bassist spielt gewisse Stellen zu laut und andere nicht laut genug. Kann es sein, dass ich mit dynamischen Filtern ganz genau gesetzten dynamischen Notches oder allenfalls auch ein bisschen breitbandigeren, multibandmäßigen Bearbeitungen, die Ungleichheiten in der Interpretation ausgleichen. Man soll sich bewusst sein, dass dieses Ausgleichen ein Nivellieren ist und ein Nivellieren kann auch bedeuten, ich reduziere den Ausdruck. Wenn der Ausdruck Kampf und unkontrolliertes Spielen wegen Unvermögen ist ein Ausgleichen sinnvoll. Ich lasse den Musiker besser dastehen, als er eigentlich ist. Wenn dieses Ausgleichen einen Ausdruck reduziert, ist es sehr häufig eher so, ich mache die Musik langweilig. Das wäre dann nicht erwünscht. Also, wenn du ein Instrument mit einem Equalizer bearbeitest, änderst du das Obertonverhalten des Instrumentes und das Instrument klingt nachher anders. Ist es das, wenn die Leute sagen, das Signal sei überequalized, ist dann das Obertonverhalten des Instrumentes nicht mehr natürlich, also nicht mehr das Richtige? Es muss nicht unbedingt das bedeuten. Es kann auch die Qualität des Equalizers sein, dass dieser Equalizer halt zum Beispiel sehr stark resoniert oder dass er sehr stark auf eine unangenehme Art und Weise zerrt, also Obertöne macht, die man sich nicht wünscht. Ich glaube, wichtig ist eine Mischung aus einerseits analytischem Denken, das man dann umsetzt, und dann wieder emotionalem Denken. Was gefällt mir eigentlich nicht? Das zu übersetzen in eine technische
Sprache. Also was muss ich technisch ändern, dass etwas passiert, das dann für mich wohl dem eher entspricht, was ich erreichen möchte. Das muss nicht immer Wohlklang sein. Manchmal ist es auch besser, es ist durchsetzungsfähig oder aggressiv oder manchmal soll es weicher werden, manchmal passt es nicht, wenn es weicher wird. Es ist nicht unbedingt der Ico mit den weichsten Höhen immer der beste. Manchmal ist auch der mit der frischesten Höhen oder der durchsetzungsfähigsten Höhen oder den dicksten Bässen oder den präzisesten Bässen der richtige. Den Ausdruck zu verstärken, wenn es nötig ist, und die Probleme zu reduzieren, wenn es nötig ist. Alles klar. Viele Musikproduzenten und Mixing-Engineers haben jedoch das Problem, die richtigen Frequenzen zu finden. Sie sitzen manchmal vor ihrem Computer und regeln irgendwas rum, doch sie wissen nicht, wo sie ansetzen müssen. Wie findest du in einem Audiosignal die richtigen Frequenzen? Ich glaube, da gibt es verschiedene Wege. Ich persönlich muss zugeben, ich bin nicht der Allerbeste, wenn es darum geht, genau eine Frequenz zu sagen. Wenn irgendein Feedback ist, gibt es so Live-Engineers, die können das Feedback hören und wissen, es ist 430 Hertz. Gatsch! Ziehen das raus. Das kann ich nicht. Ich kann sagen, es hat zu viel um 300 Hertz herum. Was es dann genau ist, das mache ich mit meinem autistischen, emotionslosen Assistenten. Der nennt sich auch Analyzer. Der hat eine hervorragende Qualität. Er ist jeden Tag genau gleich drauf. Eigentlich lässt er sich nicht hinreißen von der Musik. Das ist auch seine Schwäche, das ist aber auch seine Stärke. Das heißt, ich benutze den Analyzer als eine Erweiterung von mir. Ich spüre, es ist ein bisschen topfig. Ich weiß aber nicht, ist es 120 oder ist es 140 Hertz. Dann schaue ich auf den Analyzer und ich sehe, es ist 132 Hertz. Und dann ziehe ich 132 Hertz raus. Ich hebe sie nicht an. Andere Leute gehen und heben sie an. Wenn man sie anhebt, das ist ein klassisches Herangehensweise zum Beispiel von Live-Technikern, sie suchen die Frequenz, die nervt und ziehen sie raus. Muss man sehr schnell sein, weil das Gehör gewöhnt sich daran. Das ist wie wenn man im Kerzenlicht ist, wird es irgendwann nicht mehr so orange wirken. Mit der Zeit hat man den Weißabgleich des Auges. Das gleicht sich an. Wenn ich jetzt zu lange etwas zu viel höre, ich höre zu lange zu viele Höhen, werde ich alles dumpf finden danach. Und ich benutze nun das, dass ich spüre, das ist um die 400 Hertz und der Analyzer sagt mir, es ist 413 Hertz. Da gehe ich hin und dann ziehe ich es raus, bis es stimmig ist, bevor ich durch eine Anhebung nicht mehr weiß, wie weit ich daneben bin. Und manchmal hebe ich es trotzdem an. Ja, gut, du hast ja so viele Equalizer. Kannst du mal beschreiben, welche Equalizer du momentan im Studio besitzt? Denn ich weiß, du hast eine ziemlich große Fluktuation. Doch welche Equalizer hast du jetzt momentan in deinem Studio und was sind die Stärken des jeweiligen Equalizers? Ich muss sagen, ich war noch nie so glücklich wie mit meiner jetzigen Auswahl. Es gibt vielleicht ein, zwei Geräte, die noch getauscht werden könnten. Aber ich kann sagen, ich habe meine Trinity of Clean Equalizers. Das ist einerseits mein passiver Equalizer, den ich mir bauen lassen habe von 51 dB Audio in Berlin. Das ist der IQ, der nicht einmal einen Stromanschluss hat. Das ist ein parallel aufgebauter Passiv-IQ ohne Verstärker und ohne Transformatoren. Wenn ich den neutral einstelle, ist das nicht mehr als ein passiver Pegelregler zurückgedreht. Die besondere Qualität ist, ich habe keinen Boxton. Ich muss nicht eine Färbung draufgeben. Und erst wenn ich anfange zu equalizen, habe ich dann die Qualitäten von passiven Filtern, die mit Spulen, sehr hochwertigen Kondensatoren und Carbon-Widerständen, eng selektionierten Carbon-Widerständen arbeiten. Also dieses Gerät ist links, rechts exakt aufeinander, wie kaum ein anderes Gerät.
obwohl es mit Carbon-Widerständen arbeitet. Und Carbon-Widerstände sind häufig nicht sehr gut in der Toleranz. Das sind sehr teure Carbon-Widerstände. Das Schöne ist, dieser Equalizer klingt nicht nach Equalizer. Man hört eigentlich keinen Equalizer, bis man ihn abstellt. Und dann ist man erstaunt, dass das eigentlich mal die Ausgangslage war. Was dieser Equalizer hingegen nicht sehr gut kann, er kann nicht einen Mix, der eigentlich viele Informationen mitbringt, die man gar nicht hören möchte, aber die man braucht, damit in diesem Frequenzbereich etwas läuft, wenn man dann anhebt, der ist sehr detailliert, immer noch. Obwohl er wohlwollend ist, ist er detailliert. Dafür nehme ich mir dann den Musek. Das ist ein Equalizer, der eine kuriose Mischung ist, in dem Sinne, dass er ein diskret aufgebauter Solid-State-Equalizer ist, also kein Röhrengerät, ohne Transformatoren, läuft mit einer sehr hohen Spannung intern. Er ist unglaublich gutmütig im Zusammenarbeit mit anderen Geräten, also er ist manchmal ein Mediator. Habe ich zwei Geräte, die nicht gerne miteinander arbeiten, nehme ich einfach den dazwischen, puff, alles ist in Ordnung. Er ist sehr rauscharm, er ist sehr in dem Sinne filigran und trotzdem wohlwollend. Und er ist eine kuriose Mischung aus passivem und aktivem Design. Soviel ich weiß, sind die Mittenbänder passiv und die Seitenbänder sind aktiv. Das heißt, es findet relativ wenig Interaktion zwischen den Bändern statt und trotzdem, also es ist so ein Mittending, nicht unbedingt der Equalizer, zum sehr genau zu arbeiten. Es ist eher, ich brauche Frische, ich brauche Luft, ich brauche Größe, aber ich möchte nicht viel Eigensound. Und trotzdem irgendwo etwas Schöneres und Größeres und Organischeres, als mir das digital möglich wäre. Und dann das dritte Gerät ist der Kniff EXA und der klingt, wie er heißt. Der ist sehr exakt. Das ist mein Lieblings-IQ, zum Probleme zu entfernen. Und das macht er auch trotzdem musikalischer, als das sehr häufig ein digitaler IQ könnte. Was er auch sehr gut kann, ist sehr knallige, große, präzise Bässe geben. Diese drei Equalizers, die respektieren den Mix enorm. Mit diesen drei Equalizern bleibt der Mix von dem Vibe, von der Grundästhetik her immer noch der Mix. Und jetzt kommen die anderen EQs dazu, die ich benutze, wenn ich ganz klar zum Beispiel einen 70er Vibe, einen Rock Vibe, etwas mehr von diesem Röhrenglanz dazugeben möchte. Also da gibt es zum Beispiel den Terry. Der Terry ist dieses lustige, sehr farbige Gerät, das von Anfang an schon ausgesehen hat wie aus dem Malkasten. Ich habe es dann noch viel schlimmer gemacht, indem ich noch die Kappen gewechselt habe. Der Terry ist meine Farbbox. Der Terry kann ganz verschiedene Schaltungen kombinieren. Er hat eigentlich, ist glaube ich die Idee von Terry gewesen, mit einem Equalizer wie ganze alte Mastering Chains abzudecken. Ich kann die Eingangsstufe puffern oder nicht. So hat das Gerät, das zuvor ist, einen klaren Einfluss auf die Ästhetik. Ich kann zwischen verschiedenen Kondensatoren umstellen, die eher wie so die alten Pultex klingen oder dann wie die ein bisschen moderneren, also so ein bisschen mehr beefy, ein bisschen mehr mittig, griffig oder sehr offen. Ich habe einen Ausgangstransformer, der mir den Sound einer Bandmaschine auf eine gewisse Art bringt. Das ist vielleicht nicht so verkauft worden von ihm, aber ich finde, es gibt vieles, dass ich am Tape liebe, dass dieser Ausgangstransformer mitbringt. Ich kann das jetzt kombinieren. Ich habe ein aktives Band zum Absenken, das sehr gut so Giftigkeit oder etwas Unschönes wegnehmen kann in einem Bereich. Ich habe hingegen auch aktive Bänder, passive Bänder, die sehr schön die untere Struktur der Musik anheben. Also das kann sehr viel Luft dazugeben, es kann sehr viel Körper dazugeben. Wenn ich hingegen zum Beispiel Musik habe mit sehr viel unschönen Subinformationen, zum Beispiel sehr viel Chitter oder Bitcrusher-Sachen,
komische, schlechte Wandler, dann kann genau das auch ein Problem sein. Dann hebe ich natürlich unschöne Subinformationen an. So hat jedes Gerät Stärken und Schwächen. Ich habe lustigerweise fast keine Röhrengeräte im Moment mehr im Einsatz. Das einzige ist der Kite von Thermionic Culture. Das ist kein sehr teures Gerät, aber es hat, finde ich, einen sehr, sehr guten Grundsound und bringt in meinem Channel genau noch etwas, das mir gefehlt hat. Ich mag es auch sehr, zum Beispiel auf akustischen Saiteninstrumenten, Musik mit akustischen Gitarren. Es hat einfach wieder einen anderen Vibe. Ja, und dann gibt es zum Beispiel noch den API, der bei mir aber andere Op-Amps drin hat. Das ist ein diskret aufgebauter Solid-State-EQ mit Transformatoren, die relativ stark sättigen und genau diese Art von 70er-Rock-Ästhetik bringen. Sollte aber wissen, dass das Gerät nicht sehr gut mit wirklich lautem Ausgangsmaterial umgehen kann. Also zu laut sollte man seinen Chain hier nicht fahren. Oder man will dann ganz bewusst gewisse Zerrungen mitbekommen. Jedes dieser Geräte hat eine andere Charakteristik, eine andere Farbe, einen anderen Aspekt, den es mitbringt. Dann habe ich noch den Michelangelo, den ich aber fast nur parallel benutze. Und der ein EQ ist, bei dem ich bewusst in die Sättigung gehen kann. So kann ich eigentlich wie bestimmen, welche Teile des Spektrums ich verdichten möchte. Und dann kann ich das so wie unten dazu ziehen. Wie wenn man so ein bisschen Creme, ein bisschen Rahm in die Soße reinzieht. Ja? Muss dazu sagen, dass je nach Art der Musik dann halt gewisse Geräte deutlich mehr oder weniger häufig zum Einsatz kommen. Das heißt, du setzt nicht immer alle deine Equalizer ein, sondern nur die, welche sich gerade am besten eignen und deren Stärken du ausspielen kannst. Ich brauche sehr häufig nur eine ganz kleine Auswahl. Manchmal ist es nur einer, manchmal sind es zwei oder drei. Was empfiehlst du angehenden Musikproduzenten und Tontechnikern, um gut Equalizern zu können? Wie lernen sie, die Equalizer richtig einzusetzen? Sie sollten sich überlegen, was sie erreichen wollen und warum. Also ist es das Ausgleichen einer Mikrofonposition? Ist es die Schwäche eines Raumes? Ist es etwas, das in der Interpretation problematisch ist? Ist es eine arrangementmäßige Sache? Ist es ein Charakter vielleicht einer gewissen Zeit, den man darauf geben möchte? Möchte man zum Beispiel, dass Musik klingt nach 60er, 70er Jahren, nach Rockproduktion, nach Band, nach alten analogen Pulten mit stark färbenden Eigenschaften? Ist das wichtig für die Ästhetik der Musik? Und dann gehört das drauf. Aber zuerst würde ich eigentlich immer Problemzonen suchen und die zuerst mal beseitigen und oder reduzieren. Dabei immer darauf achten, ab wann man vielleicht mit der Bearbeitung mehr Schaden anrichtet, als man Ziele erreicht. Dafür empfehle ich, immer den Pegel so auszugleichen, dass es mit und ohne Bearbeitung gleich laut ist und dann im Kontext zu beurteilen, ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht. Ich equalize nie, bevor ich etwas öffne. Außer ich weiß, ich habe ein großes technisches Problem, ich habe einen Rumpel drauf, ich habe ein Pfeifen drauf, ich habe ein Rauschen in einem Bereich, wo Musik sowieso nicht spielt, jetzt für diesen Instrument. Dann kann es schon sein, dass ich das entferne. Aber ich öffne zuerst mal die Kanäle und schaue, was passiert. Und was auch wichtig ist, wenn ich eine Multimikrofonie habe, zum Beispiel an einem Flügel, zum Beispiel an einem Schlagzeug, dann equalize ich nur in Einzelkanälen, wenn es nicht anders geht, und tendenziell breitbandig mit Hochpässen, wenn es geht, nicht, lieber mit Shelves, und equalize dann die Summe aller Signale, damit ich nicht komische Phasen bekomme zwischen den einzelnen Mikrofonen. Ich positioniere die im Timing allenfalls neu, also zum Beispiel
ein weiter entferntes Mikrofon, dass ich das wieder vorziehe, dass die Phasenlage zueinander stimmt. Phasenlage kann auch eine Form von Equalizing sein und eine extreme, zum Beispiel mehrere Mikrofone vor einem Gitarrenamp, dass ich die im Timing so angleiche, bis sie miteinander so klingen, wie ich möchte. Es kann auch sein, dass sie, wenn sie falsch sind, besser klingen. Das kann übrigens sehr gut im Mix drin beurteilt werden und nicht alleine. Manchmal ist es ganz gut bei diesen Geräten, wo man Phasen angleichen kann, dass man die im Mix einfach durchhört. Jetzt ist, passiert etwas, das cool ist. Und dann zum Beispiel die einzelnen Mikrofone zueinander so setzen, bis etwas im Kontext mit den anderen Instrumenten Stimmiges passiert. Dabei ist es auch sehr schön, wenn das pegelneutral passiert, also man vielleicht zwei, drei Settings machen kann und die pegelneutral vergleichen kann. Nicht, dass einfach das Lauteste immer gewinnt. Der lauteste Equalizer ist übrigens der Volumenknopf, der ist am breitbandigsten. Funktioniert immer. Ja. Aber wo holt sich ein angehender Musikproduzent oder Mixing-Ingenieur das Wissen und die Informationen, um wirklich richtig mit Equalizern umgehen zu können? Gegenüber früher haben wir ja die Situation heute, dass man sehr einfach in Informationen kommt. Früher musste ich mich mit Kollegen austauschen, Bücher lesen, Interviews lesen. Und heute kann ich einfach YouTube einschalten. Ich habe tausende von Videos. Aber das ist etwa dasselbe, wie wenn ich Virologe werden möchte oder mich über Kriegsführung jetzt informieren möchte. Die meisten Informationen sind nicht beruft. Die meisten Informationen sind vielleicht auf diesen Channels, weil jemand sich profilieren möchte, nicht weil jemand wirklich etwas zu sagen hat. Und die einfachsten Rezepte sind selten die, die wirklich gut sind und immer funktionieren. Das Wichtigste ist also eigentlich, ich muss die Information sieben nach Qualität. Wenn ich eine Information auf einem Channel nehme wie YouTube, dann sollte ich, bevor ich anfange, Tipps zu verfolgen, die mich vielleicht eher in die Irre führen, einmal schauen, was dieser Mensch für Musik macht. Wenn ich Gabber mache, muss ich nicht unbedingt Jazz-Videos anschauen. Ich sollte vielleicht schauen, wie gut diese Person tatsächlich ist, ob er sich einfach gut präsentiert oder ob er wirklich etwas kann. Also vielleicht mal seine Referenzen anschauen, seine Produktion anschauen, schauen, ob seine Ästhetik auch wirklich mich anspricht. Es gibt nicht nur einen Weg nach Rom. Und das braucht sehr viel Zeit. Und schlechte Information kann letztlich mehr verwirren, als es dir etwas bringt. Also solltest du dir überlegen, wie komme ich an gute Informationen, und entweder nimmst du dir ganz viel Zeit beim Aussieben oder du investierst das Geld, dass es jemand für dich macht. Also du kaufst dir gepflegte, gute Informationen, indem du dir gute Lehrer nimmst, Mentoren nimmst oder Kurse belegst, wo Leute, die wirkliche Qualitäten haben, auch diese Inhalte generiert haben. Also zum Beispiel, was Tom anbietet, dass du bei ihm diese Kurse machen kannst, dann wirst du nicht verwirrt durch Falschinformationen und gehst ein große Umwege. Es ist auch sicher gut, dir gelegentlich jemanden zu nehmen, der dir wirklich eins zu eins ein Feedback gibt. Warum buchst du dir nicht einfach mal ab und zu mal eine Stunde einen Ingenieur, der richtig gut ist und dessen Ästhetik dir gefällt, wo du hin willst, und sagst einfach, kannst du mir mal Mix-Feedbacks geben. Hörst du dir das mal an und sagst mir, was du denkst dazu und wo ich meine Schwächen habe, gibst mir Ideen, wie ich genau in meinem Genre mit meinen eigenen Problemen, die ich hier habe, weiterkomme. Vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Dann, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wo findet er dich und wie kann er dich kontaktieren? Ja, ich habe eine Webseite in Englisch und in Deutsch. www.echochamber.ch und danceworter.com, glaube ich. Dort gibt es ein Kontaktformular, da kannst du mir eine E-Mail schreiben, da kannst du mir auch deine Signale senden, deine Mixes senden. Danach können wir auch telefonieren. Ich melde mich dann bei dir. Wir schauen weiter, finden einen Termin, überlegen, auf welche Art und Weise, dass das ideal ist zum Vorwärtskommen. Sehr gut. Gibt es noch irgendetwas, was du angehenden Musikproduzenten mitgeben möchtest?
Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, dass man Technik immer im Dienste des Inhalts setzt. Es ist wichtig, technisch zu analysieren und dann das, was einem emotional nicht für einen nicht funktioniert hat, damit zu lösen. Also man verbindet eigentlich zwei sehr unterschiedliche Areale im Hirn, ein sehr emotionales und ein sehr analytisches, technisches. Und die technische Seite unterstützt einem dabei, Musik gehaltvoller, emotionaler zu machen. Und das ist vielleicht die Passion, die mich dazu, also das hat mich dazu gebracht, diesen Job zu machen. Meine Liebe für die Musik, was ich damit ausdrücken möchte, und zu merken, dass die technische Seite mir helfen kann, dabei weiterzukommen. Und da ich jetzt nicht der allergrößte Komponist bin und nicht der wahnsinnigste Musiker und besser darin bin, jemandem seine Vision fertig zu machen, noch den letzten Schliff zu geben, bin ich im Mastering gelandet und versuche hier dem Künstler zu helfen, seine Musik zu scheinen zu lassen und seine Liebe für die Musik größer zu machen. Das ist mein Input, den ich geben kann, und das ist das, was ich versuche, meinen Kunden zu geben. Vielen Dank dann, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und dass du uns Einblick in deine Philosophie und dein Studio gegeben hast. Wir werden uns sicher bald wiedersehen und einen Hardware-Test miteinander machen. Und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg und eine super groovige Zeit. Das wünsche ich dir natürlich auch. Und genauso wie man mich kontaktieren kann, kann man auch dich kontaktieren. Nicht jeder Ingenieur ist der Richtige für deine Musik. Finde heraus, wer deiner Musik vielleicht noch das geben kann, dass du weiterkommst, dass du glücklicher bist, dass deine Musik mehr dem entspricht, wo du mal als Vision hattest. Und Tom hat seine Herangehensweise, ich, auch andere Ingenieure haben sie. Wenn du die richtige Person findest für deine Musik, wird am Schluss etwas Größeres dabei herauskommen. Und ich wünsche dir, dass du den Richtigen findest. Vielen Dank dann für diese lieben Worte. Ich freue mich jetzt schon auf unsere weitere Sessions und auf super nerdige Gespräche mit dir. Dan ist ein Mastering-Ingenieur mit Leib und Seele. Er gehört zu den ganz, ganz Großen der Mastering-Szene, und wenn er etwas erzählt, solltest du ganz genau zuhören. Falls du auch wissen möchtest, wie du Equalizer professionell und richtig einsetzt, dann kann ich dir was empfehlen. Denn in den letzten 3 Jahren habe ich an einem allumfassenden Equalizer-Kurs gearbeitet. Dieser Kurs ist das größte und zeitintensivste Projekt, an dem ich bisher in meinem ganzen Leben gearbeitet habe. Ich habe meine ganzen Erfahrungen der letzten 25 Jahre aufgeschrieben, sortiert und in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengefasst. Ich habe mit unzähligen Produzenten, Tontechnikern, Entwicklern und Mixing- und Mastering-Ingenieurs gesprochen, die mir alle geholfen haben, diesen Kurs zu etwas Einmaligem zu machen. Was er alles beinhaltet und wie du von ihm profitierst, erfährst du, wenn du hier klickst. Also, lass ihn dir nicht entgehen, lass es grooven, dein Tom.